Und wie der so sagt, gehe ich halt mehrmals vorbei, natürlich oben nichts an. Und meine Brüste, die waren da unten vom Schwimmen sowieso wieder irrsinnig schön. Vom vielen Schwimmen. Ja, ich bin ja irrsinnig viel geschwommen. Ich könnte den ganzen Tag schwimmen. Ich weiß nicht, was das ist. Jedenfalls keine Reaktion. Ja, ich war verzweifelt. Der Bursche reagiert nicht. Eines Abends habe ich mich dann angesoffen und bin voll fett aufs Meer hinaus, genau vor seinem Haus, und schwimmen irrsinnig weit hinaus. Ja, ich weiß gar nicht, wollte ich mich umbringen oder was? Da habe ich ja noch gar nicht gewusst, dass der ein Motorboot hat. Auf einmal merke ich, wie ich schwach werde. Fast ohnmächtig. Wahrscheinlich Kreislauf von vielen Saufen. Der ist aber gleich wieder besser geworden. Und dann habe ich zum Schreien angefangen. Nach circa 10 Minuten ist er dann mit seinem Motorboot gekommen. Okay, ich gehe kurz Tschüss sagen. Du pass auf Jana auf, ja? Mensch, du. Mach's eine. Hab aufgehört. Vernünftig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke. Das tut gut. Noch ein. Was ist denn los? Ja, jetzt. Pass auf, warte. Ich erzähl's dir, du und du. So. Also heute Mittag, ne? Programmsetzung. Creative Brainstorm, wie das jetzt heißt. Jeder sollte sagen, was er gerade arbeitet. Was für eine literarische Entdeckung er in der Hinterhand hat. Ich habe mal wieder nichts, wie immer in den letzten Monaten. Ja, die anderen haben schon Betten abgeschlossen, dass sie mich abschießen nach der Sitzung. Der Wittek hat mir das erzählt, ne? Naja, und dann bin ich an der Reihe. Ich, die Altlast. Ein Mann in der U-Bahn. Eine junge Frau. Schön. Allein. Stark. Der Mann wird Zeuge, wie sie das Kind vor seiner Mutter schützt. Das ist das Schlüsselerlebnis. Der Mann ist fasziniert von so viel Entschlossenheit, so viel weiblichem Willen. Eher schwach, mittelmäßig. Ne? Er heftet sich an ihre Fersen, verfolgt sie Tag und Nacht, wie besessen, wie ein Parasit frisst er sich in ihr Leben, das Leben einer stolzen, kämpferischen... Alleinerziehenden. Ich habe mindestens 20 Minuten erzählt und keiner hat mich unterbrochen. Danach schweigen. Die Krüger fragt mich nach dem Namen des Autors. Ich sag, deinen Namen kennt natürlich keiner. Denk mir ein paar biografische Eckdaten aus, Tellerwäscher, Taxifahrer, jüdische Wurzeln und mach dich 5 Jahre jünger. Was? Sie will dich kennenlernen, zack. Und dein Buch natürlich. Mein Buch? Ja, ja, ja.